So, wollen wir doch jetzt mal weitermachen. Habe hier ein paar Pflanzen halt noch hingesetzt. Ich habe jetzt leider die Quest jetzt immer noch nicht so weit. Also fehlt noch ein bisschen 40%, bevor ich hier weitermachen kann. Werden aber die ganzen Leute hier angezeigt. Bin jetzt mal gespannt, was die eigentlich von mir wollen. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ich vermisse ihn nur so sehr. Ich wollte nur ein paar Sachen Ja, tauschen. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ja. Werden sie? Ich werde sie alle abknallen. Hey, was machst denn du da? Okay, red halt nicht mit mir. Auch nicht schlimm. So. Wo wollten wir jetzt denn weitermachen? Ach, Diamond City wollte ich. So. Das Polizeirevier da hinten wollten wir hin. Da machen wir doch erst die Siedler. Nee, interessiert mich jetzt doch schon. Wenn wir schon zu weit unten waren, wollen wir doch mal kurz dahin reisen. Ja, so, hier sind wir im Polizeirevier. Ja, wollen wir doch mal am besten den Wegpunkt setzen. Ja, da wollen wir jetzt hin. Ja. Ich mache am besten mal die anderen Quests einfach jetzt mal raus. Bin ich jetzt auf die. Ah. Das mal raus. Das da. Dürfte jetzt in die Richtung sein. Ja. Für mich als Fallout-Neulings ist alles halt, wie es schon der Name sagt, neu. Also, solange mein Hund hier fröhlich rumspringt, ist ja alles okay. Ah, neues Level. Wollen wir doch gleich mal gucken. Was das hier überhaupt ist. Irgendein Verbindungshaus. Was zur Hölle ist das hier? Was zur Hölle? Das sieht richtig abgefuckt aus. Ich weiß nicht, ob ich hier eigentlich drin sein will. Nee, ich glaube, ich gehe am besten wieder. Oder? Oh, Hund! Boah, mir wird ganz mulmig hier drin in dem Gebäude. Kronkorkenvorrat immerhin. Dass hier hinten Licht brennt. Oh Gott, wieso brennt da ein Feuer? Der Hund, ich habe jetzt auch keine Ahnung. Scheint blind zu sein. Ich höre dich, Ratte. Geh weg.
Ich habe gerade keine Ahnung, was ich mit dem Typ machen soll. Rüstungswerkbank. Ach, decken wir uns mal hier mal ein bisschen ein. Das jetzt hier schon die Waffe schon. Dann gehen wir mal lieber in den Modus. Oh fuck. Oh 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 oh. Oh. Oh, stirb doch. Oh, das ist noch eine. Boah, was er einfach frisst. Boah. Gott, wie viele sind denn da noch drinne? Gott, ich muss mal irgendwas zu mir nehmen. Beziehungsweise Stimpak. Noch eins. Geht der down? Wie viele sind da noch drin? Oh, legendäre. Wow. Oh, Gott sei Dank ist der so langsam. Durchschlag mit Stufe 5 Lasermuskete. Hm. Die sieht geil aus. Boah. Aber wo ist jetzt mein Hund? Geht's dir gut? Machst du einen beknickten Eindruck? Hm? Ja, jetzt mal gucken, was hier eigentlich alles noch so rum lag. Ich hoffe, ich jetzt nicht in der Falle oder so tappe. Boah. Hund, hörst du mal auf, mich zu erschrecken? Schusswaffen. Gut, sehr geil. Hm. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Oh, sehr schön. Alles mitnehmen. Man weiß nie, für was man das gebrauchen kann.
Und hast hier noch irgendwas? Oh. Was leuchtet denn da so schön? Nuka-Cola Quantum. Fleisch und Bohnen, Eier. Okay. Jetzt werde ich gerade zu fett. Wo ist mein Hund? Hund? Ah. Hey. Handel. Hey. Bleibst du mal stehen? So. Ach, was kann man das eigentlich sortieren? So, am liebsten wäre mir ja Planke. Ja. Ach, so, jetzt. Das sind ja sauschwer, die Dinge. So, Minigun. Lasermuskete. Gebe einfach mal diese ganzen Impro-Sachen meinem Hund. Ah, jetzt kann ich ja schon weiterlaufen. The fuck? Was war das? Hund? Alter. Was sind das für scheiß Bären? Ich nehme mal ein paar mit. Boah, WTF, ey. Na, hier kann man raus. Ein Klemmbrettenstift. Ah, gehen wir jetzt mal weiter. Boah, hätte ich jetzt gedacht, dass es so endet. Ich glaube, ich muss mir noch ein paar weitere Stimpacks reinziehen. Da vorne scheint es aber ruhig zu sein. Frage mich eigentlich, ob man in alle Gebäude reinkommt. Ah, theoretisch ja, anscheinend. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht, so eine Brücke. Wird mir halt leider nicht angezeigt, was das für ein Typ da hinten ist. So. Kann ich wieder in die Einstellung gehen? Da hinten ist auch was. Also es scheint doch mehr Lebende zu geben, als ich dachte. Sieht nach einem Raider aus. Ich will die Raider jetzt mal Raider sein lassen und gucken, ob ich meinen Sohn finden kann. Da höre ich doch Schüsse. Mir ist es ehrlich gesagt nicht so ganz geheuer, so an der Straße zu lang zu laufen. Gerade mal gucken, wie weit ich eigentlich bin. Nicht mehr so weit. Oh Gott.
Gott, da vorne geht's ja richtig ab. Keine Ahnung, was das für Typen sind. Aber irgendwie finde ich gerade keinen Weg außen rum. Ah, schade. Lass die mal ihren Krieg da ausfechten. This way. Ah, scheint richtig zu sein. Hi. Siehst du die großen Lichter? Ganz genau. Die sind elektrisch. Okay. Was soll das heißen, du kannst das Tor nicht öffnen? Hör auf mit dem Mist. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier. Du kannst mich nicht einfach aussperren. Dann, Danny, mach auf! Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Wer bist denn du eigentlich? Was? Wer bist du? Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Klingt gut. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City.